feiern diese Andacht im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns beten. O Gott, sei du der Fels, der mir Boden unter meinen Füßen gibt, wenn mein Leben ins Wanken gerät. Sei du das Licht, das die Schritte auf meinem Weg erleuchtet, wenn mein Leben durchs Dunkel führt. Sei du der Raum, der mir Schutz in meiner Bedrängnis gewährt, wenn mein Leben ohne Halt erscheint. Das bitte ich durch Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schenkt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Willkommen zur zweiten Website-Andacht, heute aus dem Mittelfeld. Es ist Sonntag Judika. Das Thema dieser Andacht ist das Thema, das uns alle beschäftigt, Quarantäne. Wie sieht es aus, wenn man für sich ist, wenn man zurückgezogen sein muss und wenn Kontakte wegbrechen, zumindest körperlich? Lassen Sie uns darüber nachdenken und auch Lieder hören, wie das letzte Mal, gesungen von Petra Denker. Wir hören das Lied EG Plus 10 in einer fernen Zeit. In einer fernen Zeit gehst du nach Golgatha, erduldest Einsamkeit, sagst selbst zum Sterben ja. Du weißt, was Leiden ist, du weißt, was Schmerzen sind, der du, mein Bruder, bist, ein Mensch und Gottes Kind. Verlassen ganz und gar von Menschen und von Gott, bringst du dein Leben da und stirbst den Kreuzestod. Stirbst draußen vor dem Tor, stirbst mitten in der Welt, im Leiden lebst du vor, was wirklich trägt und hält. Erstehe neu in mir, erstehe jeden Tag, erhalte mich bei dir, was immer kommen mag. Amen, Amen, Amen. Das Wort Quarantäne soll uns beschäftigen, liebe Gemeinde. Ich habe das Wort das erste Mal in meinem Leben gehört nach der Rückkehr der Menschen, die auf dem Mond gelandet waren. Die mussten nämlich damals für einige Tage in Quarantäne. So wie vielleicht manche jetzt auch in Quarantäne sein müssen, wegen des Coronavirus. Woher kommt das Wort Quarantäne? Es kommt von der Zahl 40. Quarante im Französischen oder Quadraginta im Lateinischen ist die Zahl für 40. Bei den früheren Quarantänen handelte es sich darum, dass man 40 Tage lang zurückgezogen leben musste. Hoffentlich dauert es für die, die in Quarantäne sein müssen, nicht so lang. Aber 40 Tage erinnern uns in der Kirche natürlich an die Fastenzeit. Jesus ging 40 Tage lang in die Wüste und diese Zeit vor Ostern, auch wenn es 7 Wochen sind, wenn man die Sonntage abzieht, dann werden es 40 Tage. Und nach Ostern sind es wieder 40 Tage bis zur Himmelfahrt. 40 Tage, so heißt es im Alten Testament, musste eine Wöchnerin zu Hause bleiben, bis sie mit dem Kind nach draußen konnte. Bei Maria und Jesus erlebten wir das erst kürzlich. 40 Tage nach Weihnachten ist der 2. Februar.
Da haben wir diesen großartigen Gottesdienst gefeiert zu Maria Lichtmess, eben dem Tag, an dem sich Maria mit ihrem Kind wieder in der Öffentlichkeit zeigen konnte. 40 erinnert auch an die 40-jährige Wüstenzeit, die das Volk Israel erleben musste, die das Volk geprägt hat, von der sie immer wieder erzählt hat, auch wenn sie Passa feierten. 40 ist eine wichtige Zahl für die Bibel und für den Glauben. Und deswegen wollen wir gleich weiterdenken über Quarantäne. Dieses Relief, das wir ja hier im Mittelfeld schon immer vor Augen haben, handelt von einer Quarantänesituation. Denn hier sieht man die sogenannten 10 Aussätzigen, von denen in Lukas 17 die Rede ist. Aussätzige Menschen damals mussten vor dem Dorf und vor der Stadt in Quarantäne leben. Sie durften keine Berührungen haben mit ihren Verwandten und sie waren auf Distanz. Man konnte sie nicht besuchen, man konnte ihnen nur das Essen irgendwo hinstellen, wo sie es dann abholen konnten, so wie Menschen heute in Quarantäne auch. Jesus heilt diese 10 Aussätzigen gleichsam auf Zuruf. Nachdem sie sich an ihn gewandt haben, Herr, erbarme dich unser, sagt er ihnen, zeigt euch den Priestern, den damals für die Gesundheit Verantwortlichen, und ihr werdet rein sein. Und so ist es geschehen, ein Wunder. Und diese Geschichte erzählt davon, dass von diesen 10 Aussätzigen nur einer zurückkam, um sich bei Jesus zu bedanken dafür, dass er wieder gesund geworden war. Und Jesus, wir sehen diese Szene hier, sagt zu ihm, steh auf, dein Glaube hat dir geholfen. Dankbarkeit, wenn eine gewisse Zeit der Quarantäne vorbei ist, wenn eine Einschränkung rum ist, ist auch etwas ganz Wichtiges in unserem Leben. Hermann Betzel hat gesagt, Dankbarkeit ist die Kraft, aus der wir Menschen leben. Wir haben drinnen am Relief gesehen, dass Jesus sich den Menschen zugewandt hat, die in Quarantäne waren, diesen 10 Aussätzigen, dass er mit ihnen Kontakt aufgenommen hat und dass er sie durch sein Wort, gar nicht durch eine körperliche Berührung, geheilt hat. Wir sind jetzt nach draußen gegangen in den Pfarrgarten mit dem Kreuz, denn der Predigttext für diesen Sonntag Judika handelt davon, vom Drinnen und draußen. Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige, durch sein eigenes Blut gelitten, draußen vor dem Tor. So heißt es hier in Hebräer 13, Vers 12 bis 14. Jesus, der hinausgegangen ist zu den Menschen am Rande, er hat Jerusalem verlassen, um draußen zu leiden und zu sterben. Er hat den Bereich des Heiligen und Heiligsten verlassen und ist zum Galgenberg geschritten, so könnten wir hier in Dillenburg sagen, nach Golgatha, dort, wo sein Kreuz stand. Und dann die Einladung des Hebräerbriefs, so lasst uns nun zu ihm hinausgehen, aus dem Lager und seine Schmach tragen. Die Einladung dazu, dass wir uns zu Jesus Christus bekennen, der uns beisteht, auch in unseren schwierigen Situationen, dass wir nicht loslassen, dass wir ihm folgen, auch wenn es schwer wird. Und abschließend sagt der Hebräerbriefschreiber hier ein berühmtes Wort, was auch vielleicht ein Wort für die sein kann, die um ihr Leben fürchten und bangen in diesen Tagen und Wochen. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Was immer auch kommen mag und wie immer
es uns ergehen mag, keiner weiß das. Wir dürfen Gott vertrauen und wissen, dass er eine Zukunft für uns hat, auch wenn wir manchmal keine sehen. Amen. Du großer Schmerzensmann, vom Vater so geschlagen, Herr Jesu, dir sei Dank für alle deine Plagen, für deine Seelenangst, für deine Band und Not, für deine Geißelung, für deinen bitteren Tod. O, hilf, dass wir auch uns zum Kampf und Leiden wagen und unter unserer Last das Kreuzes nicht verzagen. Hilf, tragen mit Geduld durch deine Dornenkron, wenn's kommen soll mit uns zum Blute Schmach und Hohn. Dein Angst komm uns zugut, wenn wir in Ängsten liegen, durch deinen Todeskampf lass uns im Tode siegen. Durch deine Bande, Herr, bind uns wie dir es gefällt. Hilf, dass wir kreuzigen durch dein Kreuz Fleisch und Welt. Lass deine Wunden sein, die Heilung unserer Sünden. Lass uns auf deinen Tod den Trost im Tode gründen. O Jesu, lass an uns durch dein Kreuz Angst und Pein, dein Leiden, Kreuz und Angst, ja nicht verloren sein. Anstelle eines Fürbittengebetes ein Text von Martin Luther, der zur Quarantäne passt, denn in seiner Zeit gab es auch Seuchen wie Pest und andere. Er schreibt: Wohlan, der Feind hat uns durch Gottes Verhängnis Gift und tödliche Krankheit hereingeschickt. So will ich zu Gott bitten, dass er uns gnädig sei und wehre. Danach will ich auch räuchern, die Luft reinigen helfen, Arznei geben und nehmen, Orte und Personen meiden, da man meiner nicht bedarf, auf dass ich mich selbst nicht verwahrlose und dazu durch mich vielleicht viele andere vergiften und anstecken und ihnen so durch meine Nachlässigkeit Ursache des Todes sein möchte. Will mich indes mein Gott haben, so wird er mich wohl finden. So habe ich doch getan, was er mir zu tun gegeben hat, und bin weder an meinem eigenen noch an anderer Menschen Tode schuldig. Wo aber mein Nächster meinen bedarf, will ich weder Orte noch Personen meiden, sondern frei zu ihm gehen und helfen, wie oben gesagt ist. Siehe, das ist ein rechter, gottesfürchtiger Glaube, der nicht dummkühn noch frech ist und auch Gott nicht versucht. Lasst uns zu Gott beten, so wie Jesus Christus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.
dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott, der Herr, segne dich und er behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir und dieser so gefährdeten Welt seinen Frieden. Amen. 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 Amen.